Hey liebe NBA-Fans, jetzt gibt es mal wieder ein kleines Basketball-Video. Ziel im März waren eigentlich zwei ungefähr die Woche, hat nicht ganz funktioniert. Man muss ja nebenbei auch arbeiten und irgendwie bezahlt mich keiner hierfür. Egal, verstehe ich aber auch. Hey, vor der Saison, bevor ich mir die heutigen Spiele anschaue, möchte ich noch ein bisschen auf die Tabelle gucken. Vor der Saison hat sich, glaube ich, jeder NBA-Fan gedacht, im Westen wird es unglaublich spannend, wer es überhaupt in die Playoffs schafft. Und letztes Jahr war es ja so, dass die Minnesota Timberwolves und die Denver Nuggets ein Endspiel hatten. Das haben die Timberwolves damals gewonnen und sind dadurch als Achter noch in die Playoffs gekommen. Dieses Jahr im Westen sieht es anders aus. Da ist eigentlich die Kuh schon gemolken. Alle acht Teams, die jetzt in den Playoffs sind, können sich da schon relativ sicher fühlen. Die einzigen, die noch nicht offiziell eliminated sind, sind die Sacramento Kings. Und unten raus wird es so ein bisschen spannend, wer den schlechtesten Rekord hat. Die Dallas Mavericks tun seit Wochen, eigentlich schon so seit Februar, alles dafür, dass sie so weit wie unten, so weit runter wie möglich rutschen. Memphis hat eine ganz gute Einstellung. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Trade zu tun. Die Valanciunas und wer da noch gekommen ist, CJ Miles, machen einen ganz guten Job und Mike Conley spielt auch wirklich gut und die wirken nicht so wie letztes Jahr, dass sie da absichtlich die Spiele verlieren. Die Lakers machen mal ein gutes Spiel, mal spielen sie so, was der Kader eben zulässt. Pelicans gestern gewonnen gegen die Kings. Die Kings, für die geht es in erster Linie darum, glaube ich, hier den Saison mit einem positiven Rekord abzuschließen, beziehungsweise 50-50. Der Tabellenerste, die Golden State Warriors, auch keine große Überraschung. Die spielen aber hin und wieder immer so Larifari-Basketball. Dadurch haben die Nuggets vielleicht noch einen Shot. Haben dazu aber auch seit dem All-Star-Game eigentlich zu unkonstant gespielt. Und interessanterweise verlieren sie die Spiele gegen andere Spitzenteams derzeit. Bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass vielleicht entweder der Überraschungseffekt ein bisschen weg ist oder aber und die Teams sich dadurch besser auf die Nuggets eingestellt haben oder ob einfach die Luft auch ein bisschen raus ist, beziehungsweise es gibt ja auch Trainer, die sagen ganz offen, dass zum Ende der Saison ein bisschen die Intensität runtergefahren wird, wenn es nicht mehr um alles geht, denen die Platzierung dann vielleicht nicht ganz so wichtig ist, damit eben die Spieler dann wieder Vollgas geben können. Gibt ja gerade leider auch viele Verletzungen. Die tragischste im Westen, glaube ich, hat Nurkic getroffen von den Trailblazers. Die stehen hier schon wieder in der dritten Position. Unglaublich eigentlich, dieses Team. Deshalb tut es mir besonders leid, dass Nurkic verletzt ist. Hab mir das Video nicht angeschaut. Anscheinend ist da gegen den gebrochenen Fuß oder das Bein auch noch der Schiedsrichter dagegen gestoßen. Aber ich pack sowas eigentlich nicht, wenn irgendwie Füße umgedreht sind, Knochen rausragen. Da schaue ich lieber weg. Was gibt's sonst noch im Westen? Die Thunder, enttäuschend. Mein zweites Favoritenteam eigentlich nach den Warriors. Mit vier Siegen aus den letzten 10 Spielen nicht so gut. Haben ein bisschen den Faden verloren. Dafür wirklich überragende Saison, die LA Clippers. Hätte ich nicht in den Playoffs gesehen. Und jetzt sind sie Sechster. 8 Siege in den letzten 10 Spielen. Hut ab. Die werden sich wahrscheinlich mit Jazz, Oklahoma, San Antonio und Houston so um den vierten Platz betteln. Ich vermute mal, dass die Trailblazers, ich kenne jetzt nicht ihren Rest-Schedule, ich vermute, dass die noch ein bisschen mehr verlieren werden als gewinnen und dann vielleicht so Siebter oder Achter werden. Denn diese Positionskämpfe sind schon sehr, sehr spannend. Hingegen ist es generell spannend, was hier im Osten mit den Playoffs passiert. Der Tabellenerste ist, glaube ich, locked. Bucks, auch wenn die gerade unglaublich viele Verletzte haben. Und das kann sehr, sehr bitter sein, falls die Bucks es ins Finale schaffen und dann nicht vielleicht so ein Duell auf halbwegs Augenhöhe haben gegen wahrscheinlich die Warriors. Ja, schade, die Raptors. Ich bin gespannt, was Leonard nochmal drauflegen wird können in den Playoffs. Generell ein interessantes Team, denn die haben wirklich dieses Jahr viel ihre Spieler geschont, ihre Top-Stars, also teilweise absichtlich, teilweise aber auch kleine Verletzungen gehabt. Auch in den Playoffs bin ich gespannt, inwieweit Marc Gasol damit eingebunden werden kann. 76ers, momentan mein Favorit. Die können eine echt tolle Euphorie verursachen und
haben jetzt gegen Top-Teams gewonnen. Man darf nicht vergessen, letztes Jahr auch zum Ende der Saison einen tollen Spurt hingelegt und jetzt auch gerade mit 7 Spielen aus den letzten 7 Siegen aus den letzten 10 Spielen nicht die verkehrtesten. Pacers halten sich immer noch auf Platz 4. Heute geht es für sie gegen die Celtics. Ich denke, das war's dann mit dem vierten Rang und die Celtics werden zu 99% auf Platz 5 landen. Ich glaube, das ist schon ein großer, großer Erfolg, wenn man überlegt, wie lange die ohne ihren besten Spieler Victor Oladipo unterwegs sind. Danach wird es aber ein spannender Kampf zwischen Pistons, Nets, Heat, Magic und selbst noch die Hornets haben Chancen. Die haben jetzt einige tolle Siege eingefahren, sonst wären sie auch schon draußen gewesen, wie die Wizards. Spielen heute Nacht in LA und möchten sich, glaube ich, sehr gerne ihre Restchancen wahren. 4 Siege in Folge. Wen favorisiert ihr denn da für die Playoffs? Also ich sehe definitiv die Nets drin. Denn ich finde die auch ein überragendes Team. Ich glaube, dass die in der ersten Runde auch eine Überraschung hinlegen können. Je nachdem, gegen wen es geht, könnte eine Überraschung 2 Siege sein. Miami, Dwayne Mark, der wird es den Heat auf jeden Fall gönnen. Mir gefällt das Team nicht so gut. Allerdings ist Droga. Wie heißt er? Nicht Dragic. Goran Dragic ist wieder zurück. Gleich mal ein Triple-Double gegen die Mavs aufgelegt. Davor auch schon gute Spiele, teilweise von der Bank kommend gezeigt. Und mit dem sind die Heat schon nochmal besser. Pistons, die spielen auch mal mit null Intensität, dann mal super fokussiert. Die sehe ich eigentlich fast schon draußen aus den Playoffs, auch wenn sie jetzt ein wichtiges Spiel gegen die Magic gewonnen haben. Meine persönlichen Wünsche, dass die Nets es schaffen, die Magic und die Hornets. Das wird dazu sehr wahrscheinlich nicht kommen, aber von den momentanen Dreiergespann Pistons Nets Heat finde ich Detroit am schwächsten. Wer spielt denn eigentlich heute? Das wollen wir uns doch jetzt mal anschauen. Da. Bisschen klein hier. Ich bin hier auf der Seite von ESPN. Ich glaube, ihr seht nicht unbedingt, wo mein Mauszeiger ist. Auf jeden Fall geht es hier mit den Celtics los. Die treffen daheim auf die Indiana Pacers. Es geht um den vierten Platz im Osten. Und ich glaube, egal ob Irving, Horford, ob die aussetzen oder spielen, da kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Celtics gewinnen. -4 finde ich ein bisschen hoch. Von meinem Empfinden werden die Pacers sehr, sehr lang mithalten können. Ich sehe da so ein bisschen einen Verlauf. Wer es vielleicht gesehen hat, von das Spiel Philadelphia gegen Indiana, da hat Indiana sehr gut angefangen, lange geführt und dann hinten raus haben die 76ers dann einfach mehr Firepower. Und wenn man richtig gut verteidigt, da fehlt dann einfach bei den Pacers derjenige, der dir die Punkte garantiert. Collison kann die mal machen. Bogdanovic spielt eine tolle Saison. Miles Turner, gibt schon einige Spieler, aber ich glaube nicht, dass es gegen eine gute Defense reicht. Und die haben die Celtics daheim auf jeden Fall. Interessanterweise hätten die schon längst Indiana überholen können, aber in den letzten 5 Spielen, wie ihr hier sehen könnt, 4 Niederlagen gegen Charlotte, San Antonio, Philadelphia, Denver, alles Top-Teams. Und das Spiel, was man wirklich gewinnen muss, haben sie auch gewonnen. Genauso hat Indiana einen starken Spielplan oder starke Gegner im Spielplan in den letzten Spielen gehabt. Gegen Denver hoch gewonnen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wer da auf die Nuggets gesetzt hat. War nicht so klug. Und erwartbare Niederlagen gegen die Clippers, Blazers, Warriors und eben OKC, wo sie auch geführt haben, aber dann im dritten Viertel gab es einen 24-0-Lauf. Das darf einem Team mit Ansprüchen nicht passieren. Also die Wettempfehlung ist auf jeden Fall auf Boston. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich dann immer hinbekomme. Ich schaue hier gerade. Ja, die Lakers haben das erste Spiel versaut. Offensichtlich, dann schauen wir uns doch gleich mal an, was heute Nacht oder um 3:30 Uhr in Los Angeles passiert. Die Lakers sind in dem Spiel laut dem ESPN Matchup Predictor der Favorit. Ist insofern interessant, weil die Buchmacher sagen, nee, unser Favorit sind die Charlotte Hornets. Macht auch so insofern Sinn, denn
Die Hornets müssen gewinnen, wenn sie in den Playoffs um die Playoff-Plätze weiter mitreden möchten. Die Lakers haben zwei positive Heimspiele gehabt gegen die Wizards und Kings. Und ich weiß nicht, ob ihr den Buzzer-Beater gesehen habt von Jeremy Lamb gegen die Toronto Raptors. War ein verunglücktes Play und dann wirft er hinter der Mittellinie und hat damit vielleicht auch nochmal so eine kleine Euphorie ausgelöst für Charlotte. Kemba Walker, der überragende Spieler der Saison, sein Scoring Average ist ein bisschen runtergegangen im Vergleich zur ersten Saisonhälfte. Da war er knapp bei 28 bis 30 Punkten. Ist ja angeblich, was man so hört, das Number One Target der Dallas Mavericks in der Offseason. Er wird Free Agent und ich bin wirklich gespannt, ob er, ist ja ein Hometown Hero von Charlotte, ob er da bleibt oder wirklich gehen wird. Interessant zu sehen wird das Spiel sein: Portland gegen Atlanta. Portland ohne McCollum und ohne Nurkic, also zwei der besten drei Spieler. Bisher konnten sie es halbwegs kompensieren. Ihr müsst euch mal vorstellen, wer das nicht weiß: Nurkic hat sich so eine Freak-Verletzung, vielleicht sogar Career-Ending oder vielleicht NBA-Ending zugezogen, denn da schon wirklich ziemlich viel zu Bruch gegangen, plus der Typ ist halt nicht klein, also wer weiß, ob er da genauso wieder zurückkommt. Für erzählt hat er zumindest ausgesorgt. Auf jeden Fall hat er sein bestes Spiel von den Stats eben in diesem Double-Overtime-Krimi gegen Brooklyn gemacht. Davor seht ihr Portland nicht mit dem schwierigsten Spielplan. Gegen Detroit kann man schon mal gewinnen daheim, gegen Dallas gewinnt man sowieso derzeit und gegen die Pacers muss man auch daheim gewinnen. Den Bulls habe ich so ein bisschen was zugetraut, aber die haben quasi ohne alle gespielt. Deshalb ist dieser Sieg nicht so viel wert. Jetzt kommt hier ein Atlanta-Team, die geben sich nicht geschlagen, die geben Gas. Die haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Trae Young und Collins ist so ein Zukunftsduo, was es auf jeden Fall in sich hat. Die Hawks haben auch den Anspruch, glaube ich, daheim zu gewinnen. Von daher sehe ich hier, das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Und ich denke, dass Lillard schon einen super starken Tag haben muss, damit die Trailblazers mithalten können. Und wer glaubt, dass das nicht der Fall ist, der sollte seine Wette auf die Hawks platzieren oder aber zumindest vielleicht ein Spread auf die Hawks setzen. Also ich sage jetzt mal Atlanta plus 5 oder so. Schreibe ich mir mal auf. Das erste Spiel der Serie hat Portland auf jeden Fall hoch gewonnen. Und 120 zu 111 habe ich hier stehen. Aber ist nicht wirklich Favorit. Die Warriors. Was willst du zu denen sagen? Haben jetzt wieder ganz gut Spiele gewonnen. Ist mir aber trotzdem immer zu gefährlich, denn der Sieg gegen oder die Niederlage gegen Dallas, die war schon heftig. Das war eigentlich ohne Gegenwehr, ohne Lust. Sie haben die ersten drei Spiele in der Serie gegen Minnesota gewonnen. Es spricht sehr, sehr viel dafür, dass sie auch das vierte Spiel gewinnen. Was Minnesota da eigentlich bisher die ganze Saison veranstaltet, ist enttäuschend. Am Anfang hat man vielleicht noch gedacht, nachdem Tom Thibodeau gefeuert worden ist, dass da jetzt nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht und dass es jetzt aufwärts geht, aber dem ist leider nicht so. Die Wizards, die sind draußen aus den Playoffs. Die Utah Jazz, die spielen noch um ihre bestmögliche Platzierung, haben diese beiden Teams spielen einmal gegeneinander. Die Jazz haben haushoch in Washington gewonnen. Und dadurch, dass Washington halt quasi nicht mehr in die Playoffs kommen kann, ist auch der Spread, glaube ich, hier so hoch. Kann man auf jeden Fall, also minus 14 Punkte ist für mich nicht spielbar und dementsprechend schlecht, das werden wir auch gleich sehen, ist die Quote auf Jazz, auf den einfachen Sieg. Das ist nicht so unbedingt das Spiel, worauf man setzen möchte. Wir schauen uns gleich mal an, ob nicht vielleicht sogar eine gute Punkteline da ist, über 5. 225 ist ganz interessant. Jetzt kommen wir zu diesem Spiel, das auf jeden Fall interessanteste am heutigen Tage, wenn man glaubt, dass die Celtics easy gegen Indiana gewinnen. Die Nuggets haben mich so ein bisschen jetzt enttäuscht gegen die Top-Teams. Haben sie federn lassen, nicht wirklich mithalten können. 112 zu 85 in dem Spiel, wo du sagen kannst, da geht schon um was, ist nicht gut in der Offensive.
offensichtlich total abgefuckt gegen die Pistons, auch nicht so wirklich gepunktet. 88 Punkte gegen die Pacers, also irgendwie passt da nicht ganz mit der Offensive. Oklahoma auch wirklich schwach die letzten 10 Spiele. Jetzt haben sie zum Glück gegen Indiana gewonnen, gegen Memphis verloren. Was willst du da sagen? Und gut, davor einmal gegen Toronto in Overtime verloren, passiert. Aber bin mir da sehr, sehr unsicher bei dem Spiel. Interessanterweise haben die Nuggets bisher die ersten drei Aufeinandertreffen gewonnen. Und zwar sogar alle relativ deutlich. Also da war kein knappes Spiel dabei. Deshalb, wer denkt, dass das hier nur eine vorübergehende Schwächephase ist, der könnte auf Denver setzen. Denn anscheinend liegen die Thunder denen. Bin mir aber da sehr, sehr unsicher. Wir schauen uns kurz mal die ganzen Game Lines an und kommen dann auch gleich hier zu den Quoten. Bin mal gespannt, wie viel ich hier schon rede. Vielleicht sollte ich auch so eine Art Skript mal machen und dann das Ganze ein bisschen kürzer halten. Aber, mein Gott. Pacers Celtics, eine Quote von 1,4. Wir haben gerade bei ESPN minus 7 gesehen. Das hier sind die Quoten von Intertops und die Lines. Die 1,38-Quote. Intertops übrigens empfehlbar. Das nur nebenbei. Also die Quote 1,38 eignet sich vielleicht ganz gut zum Kombinieren. Minus 7, minus 6 wäre mir zu riskant. Wer sagt, er braucht mindestens, also er will was kombinieren und möchte aber mindestens eine 1,5 haben oder 1,6, der sollte sich so irgendwas dazwischen überlegen. Das könnte ganz interessant sein. Das Over-Under finde ich nicht spielbar. Die Hawks, bei denen ist es auch so, da würde ich eher ein plus 3 Hawks favorisieren oder aber auch hier ein paar Punkte dazu kaufen und dann könnte man eine Zweier-Kombi-Wette spielen, wenn der Buchmacher, bei dem ihr seid, das erlaubt. Bei Intertops gibt es nur die offizielle Handicap-Line. Gibt ja aber auch andere Anbieter, die da sich die so ein bisschen spielen lassen. Thunder Nuggets, hier würde ich nicht drauf gehen. Ich glaube, dass Oklahoma gewinnt. Mir gefällt die Quote aber nicht, denn dadurch, dass sie die ersten drei Spiele gegen Denver verloren haben in dieser Saison, will ich darauf nicht setzen. Warriors, 1,20 die Quote oder 1,19 auf den einfachen Sieg. Uninteressant. Minus 10 kann man machen. Haben jetzt, glaube ich, die Spiele bisher auch mit mindestens 8 bis 10 oder 20 Punkten gewonnen. Drei Siege gegen Minnesota. Also vielleicht auch hier sich auf eine minus 5 runterkaufen und das kombinieren ist eine Sache, wo ich mich mehr wohl fühle. Wizards, Jazz. Hier finde ich das Over sehr interessant. Washington hat eine potente Offensive. Die haben auch keinen großartigen Grund mehr, Defense zu spielen. Und Utah hat eigentlich genügend Firepower mit Mitchell, mit Gobert, Rubio, wenn er dann trifft, Ingles, Korver und wen sie da nicht noch alles rumlaufen haben. Die können da schon ihre 120 Punkte machen. Washington seine 110 und dann bist du gleich mal über 226. Hier finde ich tatsächlich das Over am interessantesten. Beim letzten Spiel ist die Frage: Liefert der King nochmal ab oder sind die Hornets sowas von motiviert, dass sie die Lakers in Grund und Boden laufen? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Meine Tendenz geht zu den Hornets. Allerdings ist es mir keine Wette wert, weil die Lakers ganz gut gegen Washington waren, ganz gut gegen die Kings und daheim vielleicht auch noch mal ein bisschen Spektakel abliefern möchten. Und die Hornets sind noch ein bisschen, ja, so lala. Gibt einen Facebook-Kollegen, er weiß, wen ich meine, denn der hat einen ganz guten Riecher gehabt mit den Hornets. Und wenn er mir per Facebook schreibt, dass er wieder auf Charlotte geht, vielleicht mache ich es dann auch. Stand jetzt sehe ich es nicht. Hey, ich würde sagen, ich lasse es dann mal wieder. Wünsche euch einen wunderschönen Freitag, wunderschönes Wochenende. Wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich über jedes Like. Gibt viel zu wenig NBA-Videos, also mehr Likes. Vielleicht auch selber mal eins machen. Kommt in meine Gruppe, wenn ihr Lust habt. Oder wettet, vielleicht gar nicht.
verliert man vielleicht nur Geld. Und schaut die NBA. Beste Liga der Welt und eine unglaublich spannende Saison. Bis bald. Oder nee, eins sage ich noch. Ich war vor kurzem bei einem NBA-Trip und dazu wollte ich auch noch ein Video machen, denn das war ein tolles Erlebnis. Ciao!